Hallo miteinander, herzlich willkommen bei RBBQ. Heute gibt es Chicken Wings vom Grill. Chicken Wings mit einer Speckkruste vom Grill. Viel Spass! Heute brauchen wir gar nicht viele Zutaten. Wir brauchen Chicken Wings, also Pulleflügel, Frühstücksspeck, ein Barbecue-Rub nach eurer Wahl und eine Barbecue-Soße nach eurer Wahl. Wenn man so viele kleine Teile würzen will, geht das am besten, indem man es in den Sack tut. Den Barbecue-Rub oben drauf, den Sack ein bisschen verzwirbeln und verschliessen und gut durchschütteln. Die Würzmischung verteilt sich wunderbar an allen Poulet-Stückchen gleichmässig. Als nächstes tue ich den Speck in einem kalten Gussisenpfännchen auf den Grill und lasse das langsam und säuferlich braun werden, anrösten. So lange das aber schon, also nicht schwarz. Kann man das schon wieder abnehmen. Und in einem kleinen Küchenmixer ganz fein pürieren. Wenn ihr dann so eine richtige, schöne Speckkruste habt, so ein Sarponiermehl, ist das perfekt. Dann geht es nämlich weiter am Grill. Den habe ich vorgeheizt, 200 Grad. Und meine Pulleflügel kommen hier auf den Ablagerost. Dann kann ich den Deckel schliessen und schauen mal eine halbe Stunde lang nicht rein, also 30 Minuten, 200 Grad. Dann sehen die nämlich so aus. Haben schön Farbe, sind schon fast durch, also ein bisschen braucht es noch. Dann kommt meine Barbecue-Soße zum Einsatz. Jedes Pulleflügel wird einmal eingepinselt. Das gibt Glanz an Flügel, das gibt Geschmack an Flügel. Und wie es da ein bisschen Zucker drin hat, kleben sie dann auch. Also sie sind dann so ein bisschen sticky. Und das ist perfekt, wenn jetzt kommt der Speck oben drauf. Schön jedes Flügel beladen mit der Speckkruste. Dann schliesse ich den Deckel nochmal und lasse eine Viertelstunde bei etwa 150 Grad noch ein bisschen nachziehen. Und dann sind wir eigentlich schon am Ziel. Die sehen doch super aus. Mal etwas anderes. Richtig knusprig und saftig. Schmecken die aber auch wirklich so gut, wie sie aussehen. Chicken Wings mit einer Speck-Knusperkruste. Ausgesehen tut das genial, schmeckt das aber auch gut. Das Poulet ist super saftig. Du hast einen würzigen Rub drauf, du hast die Süße von dieser Barbecue-Soße, der Essig. Und jetzt kommt noch der Umami, dann mit dem Speck, und alles schmeckt besser mit Speck, das wissen wir ja. Genial. Dann noch ein bisschen Dipsoße. Also für eure nächste Chicken Wings Party, macht den Speckkruste daraus. Danke vielmals fürs Zuschauen, bis nächste Woche, RBBQ und tschüss. Oh, genial. Clean. Also, wenn ihr das nächste Mal Chicken Wings vom Grill macht, probiert das mit der Speckkruste. Hebt das Ganze nochmal hervor, macht es noch besser. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. RBBQ und tschüss.